Die Start- und Zielgerade, der Schlusskampf beginnt. Kai Köckler kommt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dieses Mal sind wir beim Wolfgang. Wolfgang Zeltner. Wolfgang. Hallo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel, außer dass ich hier schon Busch lesen kann. Das Ding ist ein Zweitakter und wir reden von wie viel Hubraum? 500 Kubik. Vier Zylinder. Ein ADM-Motor, eine Abwandlung von der Firma Krauser, das wird einigen mehr bekannt sein. Und danach ist es ADM geworden. Charlie auf der Mauer, so heißt der Konstrukteur von dem Motor, von dem Gehäuse. Also in the ADM R4, the auf der Mauer RD4 Engine. Und die Zylinder sind halt hier Yamaha, die kann man auch mit Honda bestücken. Hat ungefähr 180 PS. Sehr speziell. Ganz kurz, weil die Welt ist ja klein, die Rennsportwelt noch viel kleiner. Habt ihr das Gespann erst vor ein paar Jahren gekauft? Nein, das Gespann haben wir erst diesen Winter erworben. Dann kenne ich tatsächlich die Gespräche über das Gespann, und zwar euer Nachbar, der Thomas, der hat mir darüber erzählt. Ja. Zumindest relativ gut erhalten. Vor allem 1988 ist das Gespann zur WM gelaufen mit den Herrn Kraus und wurde von Herrn Busch gebaut. Busch-Gespanne, es sind nicht so viele mehr unterwegs, und da hat in seiner Zeit gegenüber dem Louis Christen LCA, der hat in Manufaktur gearbeitet, und der Herr Busch hat in Einzelanfertigung gearbeitet und hat eine wunderbare Arbeit hier abgegeben mit eigenen Ideen und Handarbeit, das, was man heutzutage kaum noch so sieht oder bekommt. Okay. Und wir haben uns das nochmal zur Herausforderung gemacht, das zu präsentieren und auch noch zu fahren im nächsten Jahr. Sensationell. Ich habe das ja schon mal gesehen, auch durch die Nähe, aber was vor allem interessant ist, ist der Rahmen. Also das Verrückte ist ja, das ist ja nicht wie beim normalen Fahrzeug oder beim normalen. Das hat ja mit dem Motorrad nichts zu tun. Oder mit einem Motorrad mit Seitenwagen. Das ist ja komplett verrückt, weil das ist ja super dünnes Blech. Das ist eine Art Flugzeugtechnik, kann man das nehmen. Das ist unfassbar. Können wir den Wolfgang mal mit dazu holen, der mein Mechaniker, der ist da noch ein bisschen bewanderter. Wir würden gerne, oder wir machen ja schon ein Video über das Teil. Das ist ja, also schon alleine, wenn ich das sehe. Dieses dürre Blech, und dann sind ja die Räder aufgehangen, dann hängt hier der Motor. Da ist so ein Tank drin. Im Rahmen? Ja, klar. Quatsch. Ja. Das ist also eine fahrende Bombe. Und du sitzt ja dann noch auf deinen Eierwärmern. Ja, das also ist du nie kalt. Du liegst ja. Das ist ja unvorstellbar. Man kann sich ja, hier sind drei Räder, da ist ein Lenker. Wo willst du? Ja, du hast hier, ja einen Sitzform, aber das ist noch so als 96 die Brandblasen, da bin ich heute mal zwei Tage gefahren. Das brennt auch immer mal an. Das ist schon wieder verheilt, aber man sollte dann gut Hitzeschutz haben, aber manchmal passt es halt nicht so. Oder die Rennen waren damals viel länger. Das ist fast eine Stunde WM-Lauf, und da wird es schon manchmal ganz schön heiß. Also seid ihr auf WM gefahren? Wir sind 1997 auf WM-Lauf gefahren. Wir haben insgesamt vier deutsche Paare dabei. Vier deutsche Gespanne, liebe Fans. Markus Neumann, Peter Höss auf Position 7. Steinhausen Schmid auf 13. Bohnhorst Rosinger auf 11. Und Zentner Helbig auf 15. Bohnhorst auf Rang 6. Steinhausen auf 10. Und Zentner auf 12. Na bitte. Ja, mit Zweitakt. Dann ist das ja leider Gottes alles in die Viertaktzähne gegangen. Ja. Und deswegen ist es umso wertvoller jetzt, dass man nochmal die Zeit zurück kann. Von wie viel PS reden wir hier? Wir reden ungefähr 195, 180 oder 500. Und ich habe aber vorhin in dem Gespräch schon gehört, das geht mehr. Ja, wenn man es schärfer macht. Wenn man es schärfer macht. Jetzt genau. Ich habe es ein bisschen runtergesetzt, jetzt haben wir so ca. 175, 180. Ja. Es gibt damals, in den weiteren Jahren, wurde noch eine andere Zündung verbaut, eine modernere.
und noch andere modernere Vergaser konnte man bis zu 200 PS, also 200 PS. Nee, über. Ja. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wie fühlt sich das an, wenn, also die, ich nehme an, die Auslasssteuerung machen trotzdem alle ungefähr gleichmäßig auf? Ja. Genau. Also ist ja rein durch die Drehzahl bedingt. Genau, okay. Also Auslasssteuerung für euch da draußen, der Auslass wird vergrößert, um mehr Abgase dann abzustoßen und dann gibt es eine Leistungsexplosion bei einem Zweitakter, das ist immens und dann hast du das ja hier mal vier. Wie fühlt denn sich das an? Ist das, kannst du sagen, mein erster Eindruck war auch der 1996 oder 95 beim Probefahren. Ich bin auch früher Auto rangefahren, also für mich war Geschwindigkeit jetzt kein Problem. Ich habe gedacht, das ist der Ritt auf der Kanonenkugel, man muss mal so sagen, wie Münchhausen auf der Kanonenkugel, so kam ich mir das erste Mal vor. Dann gewöhnt man sich an alles, aber wenn du das erste Mal aufgezogen hast und durchgeklinkt hast, da hast du gedacht, du sitzt auf einer, ich meine, den Kopf nach vorne, ist das ja noch ganz anders. Es ist ja wie eine Kanonenkugel. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Passend zum 100-Jährigen vom Schleizer Dreieck haben wir extra ein Plakat anfertigen lassen, von Hand gezeichnet, die 100 Jahre so ein bisschen ehren und auch hervorbringen. Natürlich mit dem alten Start- und Zielgebäude und alles, was damals auf der Rennstrecke unterwegs war, vom Formelwagen bis zum Gespann und Motorrad. Alles zu Ehren vom 100 Jahre Schleizer Dreieck. Passend dazu könnt ihr für einen Zehner das Plakat erwerben bei uns im Shop und auch diese wunderschönen Plakatleisten. Jede Bestellung bekommt ein Original Schleizer Dreieck Streichholz dazu, also Streichholzpackung aus den 70er Jahren mit Rennmotiv hinten drauf. Also das heißt, das als kleines Bonus kostenlos dazu bei jeder Bestellung. Würde uns freuen, wenn ihr uns im Shop besucht und dann natürlich die 100 Jahre vom Schleizer Dreieck ehrt. Danke! 1996 und 1997 standen wir im Trainingslager in Leckhastele. Da waren wir mit den alten Spielern, mit den alten Weltmeistern unterwegs. Bis fast 300 Top Speed gefahren mit dem Dreirad. Es ist flatterig, es windet und es ist alles nicht so. Das ist schon was Besonderes gewesen. Also aber nur auf der langen Mistral geworden in Leckhastele, Paul Richard. Sonst hat man nicht diese Geschwindigkeiten. 260, 270, da wird das dann unruhig, aber man muss den Mut haben. Und dann kommt eine ganz schnelle rechts rein, da muss der Beifahrer bei dieser ultra hohen Geschwindigkeit und links bloß ein oder zwei Gänge runter, also dann vier oder fünf. Und dann muss er in den Wind rein und raus. Well, it remains to be seen. He's currently in second place in the World Championship. And Webster leads, but Webster is coming under increasing pressure from the French duo. Alain Michel with Simon Birchall in the chair. It's a French team, I think we can say. I don't think we should call Simon Birchall French. No, I don't think you could ever. Das ist natürlich auch für den Co-Piloten unheimlich schwierig. Das Fahrer muss zurückhalten, ist klar, der muss den Mut haben, darüber zu krabbeln. Auch im Salzburgring ist es ja bezeichnend. Also das ist ja gerade das, was das Seitenwagenfahren auch so beliebt macht. Also gerade in Schleiz, Seitenwagen ist es ja Königsdisziplin und auch am liebsten, denke ich, besucht, wie der Beifahrer arbeiten muss und auch eigentlich übermütig. Also ich meine, man hat ja hier das Rad, also man ist ja von zwei Rädern umgeben und dann gleichzeitig wirst du ja umarmt als Fahrer, dann liegt er hier drüben wieder mit seinem Arsch auf dem Asphalt und nur damit die Gewichtsverteilung ideal ist, um so schnell wie es geht durch die Kurven zu fahren. Ja, du bist, ja genau. Jetzt kannst du die Sänger oder sowas hier spezifisch ist, kannst du nicht, musst du dich drauf verlassen können. Krass. Also ich bin ja der Spiegel-Fan, den haben sie in der deutschen Meisterschaft der WM dann verboten, die Spiegel, weil ich über den Spiegel immer den Beifahrer beobachten konnte. Ich weiß nicht, Klassikveranstaltungen und sowas darfst du über den Spiegel fahren. Okay. Aber das wurde mal verboten, warum auch immer, mit dir die Linie hältst, also hier nicht zumachst, keine Kampflinie fährst. Also fand ich persönlich schlecht, weil der Spiegel war für mich eigentlich da, dass ich gucke, ist der Mann da, ist er nicht da. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Und Wolfram Center ist ausgeschieden. Da hat er seinen Piloten verloren, hinten weggestürzt. Er begibt sich sofort in Sicherheit, glücklicherweise nichts passiert. Ausgeladen, sagt man dem so schön in der Sprache. Nicht ganz ungefährlich, was hier Wolfram Center macht. Ohne Beifahrer relativ schnell zu fahren. Da kommt er tatsächlich, holt seinen Beifahrer ab, der steigt auf. Legt sich voller Vertrauen da wieder zurück ins Gespann. Das habe ich auch selten gesehen.
jetzt geht es keiner dran, aber ich fahre gern mitspielen, weil das war sehr gut. Man muss natürlich ab und zu auch mal den Gegner beobachten, aber ich sage mal, Kampflinie im Motorsport ist eigentlich normal. Gibt es eine andere Rennklasse, wo keine Spiegel erlaubt sind? Weil beim Auto habe ich doch Spiegel, beim Motorrad habe ich Spiegel? Nee, Motorrad einen hat er nicht. Auch nicht? Nein. Sie haben ja gesagt, das ist ein Motorrad und da gibt es keinen Spiegel. Das ist natürlich. Beim Motorrad gibt es auch keinen Spiegel. Nein, wir hatten das nur im Seitenrand der Saison. Und es war wirklich nur, um zu gucken, ob dein Kaffee noch da ist. Ob der da ist. Ja, na klar, da steht. Fiegst du mit dem Ding ab? Also du kannst alleine nicht bist du bis hoch die Tribüne hochgeflogen oder unheimlich schwere Unfälle auch passiert, weil der Beifahrer nicht da ist. Oder da. Ich hatte einen schweren Unfall vor ein paar Jahren in Most, da ist meine Tochter rausgeflogen. Und ich habe das nie gemerkt, klein, und bin dann in eine ganz schnelle lange Linie im sechsten Gang ohne den Beifahrer. Und ich habe eine Kette natürlich ab. Also wir haben es sonst wohin überschlagen. Das ist zum Glück jetzt nicht weiter passiert, außer Materialschaden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin der Fahrer, weil es geht ja, wenn ich die Verkleidung sehe, liegt ihr da ja drin. Also die das ist auch im Fahren dann so? Das ist genau für dich abgestimmt ist. Ne? Dass du fest liegst drinnen und die Beine keine Krämpfe kriegen unten drinnen, weil du ja da unten drauf kniest. Das wird alles nochmal geändert. Das wird alles, würde ich sagen, jetzt mal nur ist ja kein Problem. Aber jetzt liegst du vorne lang. Also du bist ja dann so auf dem Knie. Wie ein Räudiger. So. Wie ein Räudiger. Du bist hier drin gefangen. Und dann fliegst du ab. Genau. Oder du schlägst ein. Wenn der abspringt, schlägst du ein. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du irgendwo frontal in die Wand einschlägst oder eine, wo auch immer was ist, dann kommst du nicht mehr raus. Da kommst du schon viele Probleme. Wenn du dich mit dem Ding überschlägst, das geht meist gut. Also wir haben es schon oft gehabt, da ist natürlich auch dann mal hier. Nee, aber das passiert ja jedem Motorradrennfahrer, wenn du da wenn das Ding umfällt und dann schlitterst du dir auf der Straße weiter. Mit dem Ding geht es dann weiter. Aber das ist nicht so oft und wir müssen nur ganz ehrlich sagen, es ist immer alles gut aus. Es ist nicht, wie soll ich sagen, haben alle hier Probleme mit den Unfällen. Aber Gespannsport, das passiert nicht so viel, aber wenn es kracht, ist es meistens nicht ganz arm. Aber es ist das Geilste, was es braucht. Ja, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht hier, oder? Schöne Sache. Ich bin Kartsport früher viele Jahre gefahren, auch Nationalmannschaft DDR und DDR-Meister gewesen. Da, motorradmäßig hätte ich das Talent nicht so mitgebracht wie in dem. Da konnte ich das alles nutzen von damals. Früher hat man viel Platz eingebüßt. Richtig. Und durch diese Variante hat man eine aerodynamische Form hinbekommen. Schmal, flach. Und hat höheren Topspeed erreicht. Der Beifahrer hat viel mehr Platz. Es gab ja wirklich früher Gespanne, da waren die Rohre alle nach hinten verlegt. Ja? Da waren ja die Motoren noch weiter vorn. Das hat sich dann so ergeben, war eine gute Geschichte für das, hat sich so angeboten. Ja. Von der Pedalerie jetzt normal, dass man rechts bremst oder wie ist das aufgebaut? Nee, genau. Unterschiedlich. Also ich brauche es umgedreht, das müssen wir auch mal umbauen. Das gefällt mir nicht. Ich will rechts schalten und der eine bremst links und der andere bremst eben rechts und der andere links. Und in dem Falle, wie es jetzt hier ist, wir sind noch nicht so weit, weil es ja ein Trainingsrennen hier oder Trainingslauf oder Präsentationslauf. Ja. Das wollen wir noch umändern auf die andere Seite. Weil wenn der Fuß, der Gabel, das ist auch krampflastig. Das ist also da schlägst du mit dem Fuß, jawohl, und schaltest du mit dem Fuß. So zurück. Also macht man so gesehen mit dem Fuß. Nein, das Bein vorne fest. Das machst du alles auf dem Fuß. Ach du Scheiße. Okay, also dann diese. Ja. Du kannst doch bloß damit mit dem Fuß das in der Dusche jeden Tag 500 Mal. Ja. Man hat es schon ein bisschen verrückt. Und der Adolf Hähne ist ja berühmter Beifahrer, der sagt: Jungs, seid doch froh, dass es einen Sportart gibt, wo ihr mit dem Kopf nach vorn fahrt. Das können nicht so viele. Das ist was Besonderes und wer das kann, macht es doch nicht zum Rennwagen dann. Ja. Da kommen wieder viele und das können viele in Rennwagen fahren, aber mit Kopf nach vorne und so und die Beine nach hinten, das können nie so viele. Also, Skeleton auf, oder? Skeleton, genau. Und da ist es dann auch so geblieben und diese ganzen Sitzversuche, die sind wieder eingestellt. Sensationell. Was mich noch interessieren würde, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, man schleift ja mit seinen Händen schon fast am Rad. Vom Lenkwinkel her, ist das jetzt stark eingeschränkt oder habt ihr trotzdem auch fürs Rangieren? Nein, pass auf. Das ist links, gerade, rechts.
Also das heißt, ihr fahrt permanent auch im Drift? Du fährst einen Drift, ja. Das war ich auch schon Leute, die haben das nie gewusst. Also technischer Abnehmer, bin auch Rallye gefahren, der sagte, du, das ist gar nicht so weit weg von der Rallye. Das Ding lasse ich, wenn das richtig im Rennfremd eingestellt ist, lasse ich das im Buchhügel quer rein. Wolfgang Zittner ist ein ganz bekannter Mann aus der Motorsport-Szene und diesmal jetzt auch bei der Wartburg dabei. Gab's der Finne, die Finnen, die sind sowieso so Drifter hier, Pekka, Perverinta und so, der hat das richtig drauf gehabt, der hat das Ding wirklich quer da durchgetrieben. Was? Speziell. Aber wir arbeiten uns jetzt langsam vor und wie gesagt, das braucht alles seine Zukunft. Wir können leider euch da nicht morgen die Show geben. Nee, wir haben oft schon hier gewonnen und wir bringen das auch, aber das ist wirklich schon eine Einstellgeschichte. Da kann man auch nicht sagen, ne, wir zeigen mal schnell und dann, nee, das geht nicht. Das muss ich langsam aufarbeiten, gerade bei dem neuen Motorrad hier, also bei dem alten neuen Motorrad. Aber wir hatten hier schon schöne Sachen, auch auf dem alten Kurs noch, da musste ich schon ganz schön Mut haben. Also auf der alten Schleifbrei, wo war die Spanne damals, mein lieber Mann, durch den Wald, durch die Senkung und alles durch den Wald hinten. Also es ist schon. Aber wenn es richtig funktioniert und wenn die richtig eigentlich ist, es schon atemberaubend. Jetzt auch in der neuen WM jetzt wieder mit den 600er Motoren, das geht schon fast wieder wie Zweitakt zu, weil die wieder kleiner und flacher sind. Ja. Die bewegen die jetzt fast schon wieder wie Zweitakt-Technik. Okay. Die 1000er waren ein bisschen ein anderes Fahrgefühl und mit Kippverhalten höher, aber die sind jetzt auch so wieder vom Drehzahl und von der Höhe, die fahren fast schon wieder in der WM oder DM mit den 600ern wie die Zweitakt. Also das sind nur schöne Rennen, wer das mal sehen kann über Kanal, sollte sich das auch angucken. Die Motorrad-WM, die hat er noch, muss er noch übertragen. Die haben Livestream. Sehr spannend. Also ich bin begeistert und muss hier wirklich meinen Hut ziehen vor so viel Mut, das hier so zu betreiben. Also auch dann schon alle hier drin zu liegen. Ich kann es unfassbar. Du liegst nur in der Plastik. Ja. Vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im Fahrerlager beim nächsten atemberaubenden Fahrzeug wieder. Bis dahin, ciao.